So Leute, willkommen zurück zu nach einer etwas längeren Pause zu Pokémon Schwarz. Der dritte Versuch, diese Scheiße aufzunehmen. Im ersten Mal hatte ich kein Gamepad eingestöpselt, beim zweiten Mal hat das Gamepad nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es und wir kämpfen gegen einen Karadonis. Warum? Und Markus sagte noch zu mir, fang es bloß. Warum soll ich Karadonis fangen? Oh. Was haben wir denn überhaupt für Pokémon dabei? Schauen wir mal so rum. Noch dasselbe wie immer. Da ich aber Karadonis anfangen werde, darf ich ja einen Spitznamen geben. Ich habe schon eine Ahnung, wie ich Karadonis nennen werde. Und wenn Markus jetzt dieselbe Idee hatte, zu spät. So, ich denke mal, auf den Niveau sollte es reichen. Zeit für einen Pokéball! Ich frage mich, ob er die Arena geschafft hat, weil es ist ja eindeutig ein wilder Pokémon-Kampf. Und das war's. Yeah, du hast Karadonis gefangen. Warum Karadonis? Ich frage mich, wie er gewaged hat bei dem Pokémon. Karadonis. Am Fuß von Bergen, wo Karadonis trainiert, ertönt das Echo von Fäusten, die gegen Felsen Bäume schlagen. Ja, ich möchte. Wir nennen ihn natürlich... Ja, wie nennen wir ihn eigentlich genau? Passt das überhaupt? Das passt bestimmt. Ich sollte meine Steuerung gleich mal ein bisschen umdingsen, weil momentan habe ich auf meinen... nicht auf den Steuer... Was ist das? Seelen... Ja, könnte passen. Aber sagen, ich kann doch hier auch so machen. Ich hoffe, ich schreibe es jetzt nicht falsch, ne? Se... C... Zellet. Müsste doch stimmen, oder? Der Zelot. Wir sind hier unten. Okay, das erste, was wir nachgucken, haben wir schon den Orden? Haben wir schon den Orden? Nein, haben wir nicht. Okay, dann hat Markus entweder gefehlt oder hat keine Ahnung, wie er da hinkommt. Dann würde ich sagen, ich tue die Arbeit, die ich im vorigen Part angefangen habe, fortsetzen und hol mir den Orden. Vielleicht kam Markus auch nicht drauf klar, hat die ganze Zeit über nur Blödsinn gemacht und naja. Keine Ahnung. So, Zellet können wir mal mitnehmen. Oder Zellet, eher gesagt. Für den Praktiker werde ich mal spontan sagen, weil ich glaube, Zellet ist ein bisschen günstiger als Kampf-Pokémon als den Praktiker. Er ist zwar ganz gut, der Praktiker, aber ich glaube, Karadonis ist dafür die erste Zeit doch ein wenig günstiger. Vor allem, weil er, glaube ich, ein höheres Level hat, oder? Nö, er hat ein viel kleineres Level, aber egal. Ich lasse den Praktikant mal... den Praktiker. Nicht den Praktikanten, den Praktiker. Schauen wir mal, Zellet. Was hast du denn für lustige Status? Ein lasches Wesen. Das heißt, mehr Verteidigung, weniger Spezialverteidigung. Es ist nicht zwingend verkehrt. Und du findest Rückschrecken. Ja, ist nicht verkehrt. 38 Angriff nebenbei. Das ist ziemlich cool. Gut, Markus hat die Arena nicht gemacht. Wie das... Ich weiß nicht, ob er gegen Aloha verloren hat. Wir werden es gleich sehen. Ich muss ja eh noch in die Arena gehen. Wir kommen eh nicht weiter ohne den Orden. Warum wollte er das Karadonis fangen? Weil er mich trollen wollte, bestimmt. So. Das letzte Mal, wo ich aufgehört habe, waren wir hinten bei der... Ach, okay, er hat das Rätsel geschafft, ist bei Aloha verreckt. Okay. Jetzt muss ich mal nachdenken. Womit fängt Aloha an? Ich würde mal einfach mit Rolling Bob anfangen, weil sie jetzt Normal-Pokémon haben. Normal-Pokémon haben eigentlich gegen Stein-Pokémon nicht so die Chance. Wir werden gleich sehen, was sie für Pokémon hat. Ich hoffe, er hat sie synchronisiert. Wenn nicht, mache ich das nochmal. Hereinspaziert, lieber Herausforderer. Ich bin Aloha, Direktorin des Museums von Serpentania City, und zugleich Leiterin dieser hiesigen Arena. Ich werde mir gleich den Kampf und dann genau den Herzblut eingeschickten Pokémon zu schlagen werden. Irgendwie sowas. Hat sie nicht nur zwei Pokémon, meine ich? Ja, da lag ich richtig. Ein Terrybug hat sie schon mal. Ein Level 18 Terrybug. Okay.
Ah, das ist das Blöde. Oh, Lehmschelle. Hm. Senkt immerhin die Genauigkeit, ne? Macht aber sonst keinen Schaden. Ich versuche mal, ich guck mal, was fällt so auf. Recheck, das macht aber auch kaum Schaden, mein Freund. Was machst du? Ja, natürlich, ist er wie ein Volltreffer, ne? Okay, mit dem Bedrohr wird das nix. Wenn ich da viermal treffe, so wird das nichts. Ah, deines Angriffs habe ich verstanden, das, wie du mir als Trainer funktionierst, irgendwie sowas. Hm, ich nehme an, du wirst noch einen Bodycheck einsetzen. Das kann ich so schlecht abwehren. Komm, Bertram, spiel mal eine Runde Schild. Wenn du gut bist, hältst du sogar den Schlag aus. Das ist halt schlecht. So, jetzt habe ich immerhin nicht den Bedrohr auf meiner Seite. Das heißt, ich kann jetzt mal den Kleffer ranholen. Jetzt kriegt sie erstmal den Bedrohr ab. Und ich kann... Was könnte man machen? Ich könnte versuchen, mich ein bisschen zu boosten. Ich meine, viel Schaden wird sie nicht mehr machen. Okay, ein super Trank. Dann booste ich mich einmal. Jetzt weiß ich aber nicht, wer schneller ist. Ich booste mich einfach noch einmal. Okay, ich bin schneller, das ist sehr gut. Stimmt, der wäre auch den Innenboost beim Kleffer. So, zweimal Angriff erhöht. Der Bodycheck sollte nicht allzu viel Schaden machen. Es sei denn, du machst natürlich wieder einen Folter. Willst du mich verarschen, du blöde... Vorsicht, Leo. Nee, das ist... Nö! Das ist unfair. Ich habe mich schön hochgeboostet, hätte locker den Kampf gewinnen können damit. Nein! Sie muss... Willst du mich verarschen? Warum mache ich hier so wenig Schaden? Ach ja, weil Felswurf doch speziell ist. Okay. Ein Tafel war's da, bitte. Sagen wir es mal so rum. Terrybark, was ich hatte mit dem Doppelboost, hätte, glaube ich, locker jenes Terrybark platt gemacht. Ja, danke! Nee, besser Fels auflassen. Dann ist er sicher weg. Nicht so wie beim letzten Mal, wo mir der Kopf noch so übrig bleibt. Blödsinn. So, ich weiß leider, was als nächstes kommt. Aber das war ja schon krank, ey. Ja, guck mal, Anna. Das kleine Scheißteil da. Selbst dann wieder sehe ich noch den Weg in den Sieg. Ja, bei dem Ding ist auch kein Wunder. Es kann die übelste Scheißattacken. Es ist der Blick noch das harmloseste von allen. Aber es ist schon mal schön, dass du meine Verteidigung senkst. Wie viel Schaden mache ich so an dir? Gibt besseren Schaden. Obwohl, wenn ich fünfmal treffe, ist das schon langsam ein Schaden, ne? Schon mal die Hälfte. Ja, deswegen hasse ich dich. Und lass mich raten, ich habe keine Aufwecker mitgenommen, ne? Hat Markus übrigens Aufwecker mitgenommen? Als ob er Aufwecker mitgenommen hätte. Das wäre schlau von ihm. Das war jetzt... Oho, wir haben einen Aufwecker gefunden. Noch viel besser. Danke, Markus. Ein Knirsch... Was kannst du dafür attacken? Hältst du das aus? Natürlich muss so ein gegnerischer Trainer auch immer direkt wissen, wie ich fest man so braucht. Na, also Zellet wird da nicht viel machen können, weil ich nehme an, guck mal, das A schneller und B wird es mit der Hypnose sofort treffen. Zertrümmerer. Oder du setzt Heimzahlung ein. Oh, was überlebt? Was war das gerade für ein Schaden? Kein Trank. Okay. Okay. Ich brauche nur Pokémon, was schneller ist. Die Kacktaube ist vielleicht schneller, aber... Doch, schon Ruckzuckhieb. Wenn es ausreicht. Schade. Natürlich trifft Hypnose. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hypnose trifft? Lass mich raten. Nicht sehr hoch. Ja, einmal schlafe ich auf jeden Fall. Dann kommt eine Heimzahlung. Haha, kannst du mich nicht senken? Ja, ist aufgewacht. Mach einen Volltreffer. Kannst du wenigstens mal einen Volltreffer machen? Die Kacktaube macht's!
Danke! Scheiß Kukmada. Scheiß Aloha. Entschuldigung, aber die beiden Volltreffer waren nicht zu viel für mich. Erstmal Imba Level-Ups hier. Windschnitt. Oh. Ist immerhin besser als der Windstoß. Fast noch ein Level-Up. Du hast echt Rauschen schwer beeindruckt. Ja, nur weil du am Trollen bist. Faszinierend, unbeschreiblich, was deine Pokémon-Kampf alles auffahren. Du bist ein würdiger Trainer, den, was? Den Grundorden hast du redlich verdient. Ja, die Grundmauern des Trollens habe ich gerade erhalten. Du bist in zwei Orden, denen zufolge folgenden Pokémon-Befehle bis Level 30. Ach ja, ich habe noch diese technische Maschine für dich. Ja, Heimzahlung, eine sehr nützliche Attacke. Vor allem, wenn mein Pokémon vorher tot war. Heimzahlung sagt vorher, dass sich die Stärke verdoppelt, wenn ihr in der Runde zuvor in, was im Pokémon des Teams besiegt wurde. Wenn du diese Attacke geschickt ein, kannst du damit selbst starke Gegner besiegen. Schatz? Oh nein. Schatz, zu Hilfe, es ist etwas ganz Furchtbares passiert. Diese Kerl von Teams Blaster wollten den Drakuschädel stehen. Nein, nicht die! Was? Das darf doch nicht wahr sein! Vader, kommst du am besten gleich mit! Warum? Wie schnell ist sie gerade. Wie schnell ist sie gerade geflitzt? Den Drakuschädel? Hier, Eda, jetzt lass das aber mal mit Unsinn! Was? Sie an, selbst die Reihe dran höchstpersönlich. Wir für die Plasma werden Pokémon schon mal die Freier schenken. Dazu werden wir den Drakuschädel aus dem Museum mit uns nehmen. Und wenn wir uns das zeigen, ist ernst, nein, was schnappen wir uns euch direkt vor der Nase weg? Nun denn, auch Wolke. Plasma, Mann, Plasma-Musik. Was? Entschuldigung. Lol, Dragoran hat einfach den Schädel geklaut. Ich weiß nicht, was sie damit machen wollen, aber naja. Oh, sie ist angry. Was zum Kuckuck? Was sie verfolgen? Ja, und bleibst dann da stehen. Sehr gut. Zum Glück haben sie den wertlosen weißen Pups da nicht mitgenommen, ne? Oh nein, nicht der! Tag, hallo. Na, wie sieht's aus? In der letzten Zeit irgendwelche. Was braucht man, Frosier in die Finger bekommen? Was machst du denn hier? Steckst du mal wieder in deiner Schaffenskrise? Darf ich vorstellen, Vader, dieser Knabe? Hört, warum heißt sie, sagen die immer, hört auf den Namen Arty? Warum sage ich einfach, dieser Name heißt Arty? Man sieht es vielleicht nicht an, aber er ist ein Arianator von Stratos City. Naja, und er ist ein bisschen schwul. Nanu, bist du aus Cinnamon Leber gelaufen? Du wirkst irgendwie so, so aufgewühlt. Gibt's denn einen Grund dafür? Und was ihr gibt, eins unserer Ausstellungsstücke wurde gestohlen. Nein, nicht auch noch du. Sag mal, Vader, was ist das hier für ein Massenauflauf? Jetzt kommen sie alle raus. Gibt's irgendwelche Probleme, Vader? Was haben wir denn da? Kennst du die zwei Racker? Sind das Freunde von dir? Bell und Sharon heißen sie also. Ach, ja, sie hören auf die Namen, ne? Ach, die beiden sind also auch Trainer? Dann teilen wir uns am besten gleich auf. Ich gehe, was in diese Richtung umsehen. Da ist aber nichts. Jetzt sehe ich euch beiden. Was sieht euch im Museum um? Arty und Vader, ihr durchkämpft zusammen den ewigen Wald. Alles klar, Arty, wir zählen auf dich, bitte voran. Also, nein, nicht mit ihm in den alleinen Wald! Gut, Vader, also, das wird Spaß werden. Ich werde gleich ganz viel Spaß mit dir haben. Nein! Halt, Vader, nimm das bitte noch mit. Das Itemradar habe ich von Vivi bekommen. Immerhin etwas Nützliches. Wie du fürs Items hast, kannst du Items finden, die du bloß Auge übersehen würdest. Ihr wollt also das erste Mal im Museum sehen, richtig? Ja, Detective Sharon schreitet zur Tat. Ich bleibe auch hier. Ich meine, Alo ging da lang. Da ist nichts. Okay. Bevor der Part vorbei ist, gehe ich einmal heilen und zeig Markus noch die Richtung. Am besten gehe ich einmal in den Wald rein und lasse beim Ich weiß nicht. So eine Frage im Rande. Wie kommt Arty bei euch rüber? Für mich kommt er extrem schwul rüber. Entschuldigung, aber... Ich habe nichts gegen Schwule, aber...
Er kommt mir sehr schwul rüber und irgendwie mag ich das nicht so in einem Pokémon-Spiel. Okay, da war ja Lucius auch nicht wirklich anders, ne? Nee, Lucien, so hieß er. Genau, hier lasse ich Markus raus. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Mal gucken, ob er Spaß mit ihm hat. Tschüss!